mache von 10 bis 14 Uhr die Frühschicht, habe dann 4 Stunden Pausen und dann abends nochmal 4 Stunden bis 10. Dann noch ein bisschen Büro oder was auch immer und dann so gegen 10:30, 11 ist mein Tag vorbei. Dann bist du schon mal noch 2 Stunden wach oder 2,5 Stunden wach und trotzdem klingelt der Wecker morgens um 7, aber es ist halt so. Die Frage ist ja, sprechen wir schon von einem abendlichen Schlaf? Also geht jemand um 21 Uhr, 22 Uhr, 23 Uhr, 24 Uhr ins Bett? Oder ist derjenige die ganze Nacht wirklich wach und geht erst morgens um 7 oder 8 Uhr ins Bett? Wir haben Frühdienste, Spätdienste und Nächte, also Nachtwach. Die ganze Nacht regelmäßig wach zu sein, das kann keinem natürlichen Rhythmus entsprechen. Die Nachtwache in sich selber ist vielleicht nicht anstrengend, so selbst die zu machen, aber halt einfach die Umstände, dass ich in der Nacht statt schlafen aktiv sein muss, das ist schon nach gewisser Zeit sehr anstrengend. Klar, am Anfang ist das auch für den Körper eine Umgewöhnung, mit seinem Schlafrhythmus klarzukommen und so. Ich komme ja auch nicht um 10:30 nach Hause, lege mich ins Bett und penne. Das abends, wie viel Uhr derjenige ins Bett geht, das ist ein bisschen individuell zu machen, da gewöhnt man sich auch dran. Wenn man das kennt oder nicht anders gewohnt ist, dann fällt es einem auch nicht mehr schwierig. Und ich meine, ich bin Vater von 2 Kindern und dafür ist es perfekt. Ich kann 4 Stunden am Nachmittag mit meinem Sohn Fußball spielen, wenn ich Bock habe. Und das kann kein anderer. Wenn jemand normal um 17 Uhr von der Schicht kommt, ist noch 1-2 Stunden, sind die Kinder im Bett, das habe ich nicht. Letztlich der Alltag, der hinter der Person steht, die den Job ausführt, das ist prägend und das muss jeder hinbekommen. Berufliches und Alltag unter einen Hut zu kriegen. Der Rhythmus ist gestört, vor allem bei diesen ständigen Wechselei und nicht diesen rhythmischen Verläufen. Ich hatte Schwierigkeiten, einfach auszuschlafen und man musste bereit sein, den nächsten Tag, wo man rausgekommen ist, wieder aktuell dann halt nachts wieder zu stehen. Naja, optimalerweise wäre es so, dass derjenige erst vielleicht noch ein bisschen runterkommt und dann aber es schafft auch 5-6 Stunden oder womöglich noch länger zu schlafen und richtig fit zu sein. Es ist schon sehr schwierig, sich danach zu erholen, sag ich mal. Viele arbeiten mit Meditationstechniken, sei es progressive Muskelentspannung. Es gibt heutzutage schon einfache meditative Apps. Also ehrlich gesagt, wenn ich nach Hause komme, setze ich mich meistens vor den Fernseher, gucke dann samstagsabends Sportstudio oder so. Guck mal ein bisschen irgendwie in Fachzeitschriften, wirklich, oder setze mich bei schönem Wetter auf Terrasse. Manchmal grillen wir auch noch, auch abends um 10 noch oder so. Man kann etwas empfehlen sozusagen, aber jeder muss für sich schauen, was wirkt. Entweder teile ich die Nacht auf oder den Tag, wo ich ausschlafe und sage, okay, ich teile die und dann nachmittags, bevor ich zum Dienst noch aufkürze, lege ich mich für einen kurzen Moment hin. Das heißt, so einen langen Mittagsschlaf sollte man gar nicht machen, sondern wirklich nur einen kurzen. Man kann zum Beispiel einen Schlüssel in die Hand nehmen und sich aufs Sofa legen. Und in dem Moment, wo man wirklich in die tiefen Entspannungsphase kommt, ist die Muskulatur erschlafft, die Hand öffnet sich, der Schlüssel fällt runter sozusagen. Und dann hat man so ein Powernapping gemacht. Das heißt, man hat wieder Energie bekommen. Mit zunehmendem Alter fällt einem Menschen überhaupt schwer, in der Nacht zu arbeiten. Das ist so. Genau, der Körper, jeder Körper sagt einem das, was letztendlich gut für einen ist und richtig ist. Und man kann allgemeine Tipps und Tricks lesen, verinnerlichen, aber man muss es ausprobieren.